Und da ist sie, die erste norddeutsche Original-Linn. Eine, ach, was sag ich, die Volksschauspielerin mit allen Elbwassern gewaschen. Aber im Ernst, norddeutsche Originale ohne Heidi Kabel? Das ist wie Cindy ohne Bert, wie Wetten ohne das, wie Bibi ohne Beauty Palace, also wie... Ja, 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 wir haben's verstanden. Okay, zurück zu Heidi. Was ist das denn? Hochwasser auf dem Balkon. Hochwasser auf dem Balkon. Was ist? Für 40. Heidi Kabel nutzte weder Instagram noch hatte sie ein Facebook-Profil. Deshalb wahrscheinlich auch nur 115.000 Treffer. Also etwa 300 weniger als Auftritte im Unsorg-Theater. Die mondäne Dame von Welt mit norddeutschen Wurzeln. Mon Dieu, pourquoi? Ich war verrückt. Die Kabel, wie sie alle nannten, spielte tatsächlich in mehr als 250 plattdeutschen, meist lustigen Theaterstücken. Unvergessen Kabel als Mutter Mevs, ihre Lieblingsrolle. Ausnahmsweise mal ernst bewegend gespielt. Ich hab da lang gemacht, aber ich konnte nicht glauben, dass Hugo sie in engen Mutter auf das Stroh setzen muss. Hugo hätte hier nimmst gut zu schmieden und setzt auch nimmst auf das Stroh. Ach, dann schreibe ich mich hier bei der Anbetteln. Fragen, was die Frau mir irgendwo noch liegen will. Hey, du hast kein Glück mit. Ich kann mich noch Sülm ernähren. Ich kann noch arbeiten. Ich will auch noch arbeiten. Ich weiß auch nicht, ob mir das hochdeutsche Theater so gelegen hätte. Das glaube ich gar nicht mal. Es war auch die Sprache, die ich damit verbunden habe, weil ich eben gern Plattdeutsch gesprochen habe. Heidi Bertha Auguste Kabel wird 1914 in Hamburg geboren. Wir haben noch einen Kaiser. 1955 die erste Filmrolle. Und schon da zeigt sich, wenn Heidi Kabel mitspielt, ist der Raum mit Freundlichkeit gefüllt. Hast du schon gepackt? Na, so eilig wird es wohl nicht sein. Erst muss doch mein Verlobter kommen. Bisschen komisch. Mit den Flitterwochen auf so einem Schiff, nicht? Geliebt, gefeiert und ganz nebenbei noch drei Kinder großgezogen. Und die Volksschauspielerin badete im Volk, auch wenn sie das gar nicht so mochte. Bitte. Das mache ich gar nicht gern. Wenn die Leute mich so angrapschen und streicheln und küssen, das kommt ja auch oft vor, nicht? Heidi, Sexualität, ja. Erotik, wie ist denn da so Ihr Verhältnis zu heute mit 76? Also ich habe mich allmählich dran gewöhnt, nicht? Man gewöhnt sich ja an alles. Wir sind ja noch ziemlich zurückhaltend erzogen worden. Und als ich in die Klinik kam mit dem ersten Kind, da habe ich die ganze Zeit vorher nie gewagt, jemanden zu fragen. Da habe ich die Hebamme dann gefragt. Nun sagen Sie mir mal, wo kommt es nun raus? Und da sagt sie, Frau Kabel, genau da, wo es reingekommen ist. Da haben Sie es begriffen. Und da habe ich es erst gewusst, wie das nun vor sich und geht. Danach hat's so blöd, ne? Und danach hat es mehr Spaß gemacht. Naja, Kinder machen immer Spaß. Ihre Frisur war im Trend und so mancher Fan wurde zur Doppelgängerin. Ich weiß doch gar nicht, Heidi, was wollen Sie eigentlich? Sie sind doch Heidi Kabel, ich war so überrascht. Mit gerade einmal jungen 84 Jahren machte sie schon Feierabend. War nun nicht mehr Volksschauspielerin, sondern nur noch Heidi Kabel. Heidi Kabel müsste man sein. Ja.